Schaden. Das ist Brahman. Dieses selbe Brahman kam. Das ist eigentlich das Satanubha, das ist die Ausstrahlung vom höchsten Herrn. Das ist Brahman. Wir können Upanishad nehmen als das Brahman, das heißt, alles ist Brahman hier. Alles besteht. Wir sind alle Brahman. Alles. Materie ist auch Brahman. Alles ist Brahman. Es gibt nichts anderes, weil Brahman ist unteilbar. Du kannst es nicht teilen. Aber dieses Brahman ist die Ausstrahlung vom höchsten Herrn. Und dieser selbe höchste Herr ist im Kali Yuga vor 500 Jahren erschienen in der Form von Chaitanya Mahaprabhu mit seinem ewigen Bruder miteinander, Prabhu. Das sind die beiden Herren, die mit uns gekommen sind, beziehungsweise sind wir mit ihnen gekommen. Von dem alles kommt, der alles ist, der alles erschaffen hat, der alles erhält, der mehr oder weniger auch, wir sind auch nicht verschieden von ihm. Er kam in diese Welt vor 500 Jahren. Warum? Aus Mitleid heraus. Anarpita charim chirat karunaya vatirna kalau samarpaitum unatta jvalarasam sabhakti shriyam. Er wollte einfach sein Mitleid geben. Was ist das wirkliche Mitleid in dieser Welt? Das ist nicht Geld geben oder die Hungrigen speisen oder selbst Spitäler bauen und dieses machen und jene Katastrophen da dort helfen. Und das ist nicht, das ist auch Mitleid. Aber Chaitanya Mahaprabhu, der höchste Herr, der eben gekommen ist vor 500 Jahren, mit seinem Bruder miteinander, die wollten die höchste Form des Mitleids geben. Er ist der höchste Herr, warum soll er irgendwas Niedrigeres geben als das Höchste? Und was ist das höchste Mitleid, was man geben kann? Es ist Bhakti. Es ist Liebe zu Krishna, Liebe zu Gott. Man kann keine größere Spende geben. Ne? Es ist jemand. Und Chaitanya Mahaprabhu wurde es ausgeteilt hier. An alle und wie hat es ausgeteilt? So Premanam Amritam Chitara. Chiradadatam Nija Gupta Vitam Sva Premanam Amritam Chitara. Apamaram Yogita Taram Gaura Krishna Janibhyasta Mahamprapadi. Er hat es ausgeteilt, einfach indem er Kirtan gemacht hat, indem er Krishnas Namen gechantet hat. Aber nicht nur Krishnas Namen gechantet hat, sondern Krishnas Namen mit so viel Liebe gechantet hat, dass Tränen sind aus seinen Augen geflossen wie aus einem Gartenschlauch. Es wird gesagt, wenn Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri getanzt hat, vom Jagannath Ratayava, vom Jagannaths Wagen, der Boden war schlammig rundherum. Es ist so viel geweint, Tränen sind runtergeronnen und die Leute rundherum waren nass, wie wenn sie es mit Kübel angeschüttet hättest. Ne? Es ist so viel geweint nach Krishna. Und das hat er verteilt hier in dieser Welt und das fließt eben hier in alle Richtungen. Es ist Ishvara. Bhagavad hat erwähnt Ishvara. Ishvara heißt der Kontrollierende. Derjenige, der anschafft, der sagt, was ist, das ist Ishvara. Und er manifestiert sich auf so viele Weisen. Und der Ursprung ist eben Ishvara Paramah Krishna. Er ist der Ishvara der Ishvaras. Und dieser Ishvara kam eben und hat sich selber sozusagen verteilt hier und Liebe zu sich selber verteilt in der Form von dem Heiligen Namen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir hier sind und all diese Meister, die hier an der Wand hängen in der Form von den Bildern und die eben hier sind in ihrem Spirit, die sind alle happy mit dem Chanten, gemeinsamen Chanten vom Heiligen Namen. Und ob man jetzt sich zu den Yogis zählt oder zu den Vaishnavas zählt oder zu den irgendwas oder zu niemandem, das ist für alle gleich. Wir sind alle Kinder Gottes, ne? Egal was man sich da, wofür man sich hält. Und wir sind alle, und was immer wir sind, wir haben es alle von derselben Quelle bekommen. Und deswegen, uns alle macht dasselbe glücklich, nämlich uns wieder zu verbinden mit derselben Quelle, wo wir herkommen. Das ist Yoga. Yoga bedeutet, uns zu verbinden mit dem, wo wir herkommen, der uns alles gibt, ne? Der alles hier erschaffen hat. Der der Sinn eigentlich dieser ganzen Existenz ist. Also wie soll man glücklich sein in dieser Welt, wenn man nicht mit dem Ursprung von allem verbunden ist? Wie wisst ihr, wenn du nicht. Das ist undankbar. Ne? Er hat uns alles gegeben, er gibt uns auch alles, jeden Moment. Diese Luft zum Atmen kommt von ihm, alles kommt von ihm. Das Feuer, das Licht, alles ist von ihm. So,
wie soll man happy sein, wenn man nicht dankbar ist, höchsten Herrn gegenüber, von dem man alles hat. Wenn du in dieser Welt von jemandem alles kriegst, jemand finanziert dir alles und gibt dir alles und du kümmerst dich nicht um die Person, wie fühlt sich das an? Da stimmt was nicht, oder? Und jemand finanziert dir dein ganzes Leben und gibt dir alles und macht alles für dich und du interessierst dich nicht für die Person. Wie kann man happy sein? Ne? Das geht gar nicht. Also, jemand, der gibt, der hat eh kein Problem. Krishna gibt, er gibt es einfach allen. Aber wenn man das nimmt einfach und man dankbar ist, man kann nicht glücklich sein in dieser Welt. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist es so, macht es so glücklich und so erfüllend. Es ist so erfüllend, wenn man einfach dankbar ist für das, was man hat. Und dem höchsten Herrn dankt für das, was man hat. Und Chaitanya Mahaprabhu kam in diese Welt, um selber das auch zu kosten, wie sich das anspürt, sich selber zu verehren. Gott zu verehren ist anziehend für Gott selber. Das ist das Wunderbare. Er hat gesehen, dass seine Verehrung ist so ekstatisch. Seine Verehrer, die rollen am Boden und weinen und er wollte das auch haben. Er ist Gott selber und er hat nicht verstanden, was ist der Geschmack ihm, also was ist der Geschmack Gott zu dienen. Er hat den Dienst akzeptiert, aber was es ist zu geben, das wollte er selber kosten. So Chaitanya Mahaprabhu. Krishna kam in der Form von Chaitanya Mahaprabhu mit seinem ewigen Bruder miteinander. Die kamen her, um das einfach zu verteilen. Und die haben sich nicht gekümmert, ob jemand qualifiziert ist oder nicht. Völlig egal. Uttama Adama Kichana Bajala Jachiya Dilaka Kol. Die haben jeden umarmt. Ob er der Niedrigste ist oder der Höchste, kein Unterschied. Und miteinander, Prabhu. Alle kennen Krishna, ne? Jeder weiß, wer Krishna ist. Krishna ist der Ursprung von allem. Und Krishnas erste Erweiterung ist Balaram. Und von Balaram kommt eigentlich alles. Und dieser selbe Balaram kam als Nityananda Prabhu. So Krishna und Balaram kamen als Gol Nitai. Und Nityanandas, sein einziger Wunsch ist es, Mahaprabhu glücklich zu sehen. Er möchte nur das. Und Mahaprabhu eines Tages, nachdem sie begonnen haben, nachdem Mahaprabhu begonnen hat, sich einfach mit seinen Geweihten zu versammeln und Kirtan zu singen jeden Abend. Heute ist Ekadashi, an diesem speziellen Ekadashi Chaitanya Mahaprabhu. Die haben in der Früh begonnen, vor Sonnenaufgang. Und es ging bis 3 in der Früh. Am nächsten Tag, ganzen Tag gesungen und getanzt. Und dann sind sie in die Gange gesprungen. Und dann sind sie nach Hause gegangen und haben ihre Puja gemacht. Am nächsten Tag ging es weiter. Das war Mahaprabhus Leben mit seinem Bhaktas. So, und als sie eben begonnen haben, dann Chaitanya Mahaprabhu hat Nityananda Prabhu und Haridas Thakur einen Auftrag gegeben. Haridas Thakur ist der Namacharya. Der hat sein ganzes Leben lang, von Kindheit an, bis er 90 Jahre alt war, jeden Tag gechantet. Und mehr oder weniger nichts anderes gemacht. Er hat den ganzen Tag den Namen wiederholt, Krishnas Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und das Ganze hat er den ganzen Tag gemacht. Auf einer Japa-Mala, wenn man es zählen würde, mit 108 Perlen, wären es 192 Runden, die er jeden Tag da vollendet hat mit Krishnas Namen. Das dauert ungefähr einen ganzen Tag. Also wenn du um 3 in der Früh anfängst, bist du um Mitternacht fertig circa. Und das hat er das ganze Leben lang gemacht, Haridas Thakur. Und deswegen Chaitanya Mahaprabhu hat ihm den Titel gegeben, du bist Namacharya, weil du Acharya ist jemand, der das folgt, was er predigt. Der die Essenz der Schriften kennt und der diese Essenz der Schriften auch anderen vermitteln kann. Das ist Acharya, so Haridas Thakur ist ein Namacharya, hat verstanden, was ist dieser Name. Und er hat miteinander und Haridas den Auftrag gegeben, oh Nityananda, oh Haridas, geht's von Tür zu Tür und bittet die Leute einfach, dass sie Harinam chanten, dass sie Krishna feiern. Und Nityananda, spezieller Charakter, ne? Wer noch nichts von Nityananda gehört hat, der sollte das unbedingt nachholen. Nityananda ist, man nennt ihn Avadhuta. Avadhuta heißt jemand, der so rein ist, der so wenig mit dieser materiellen Welt zu tun hat, dass er sich um nichts kümmern braucht.
haben keine Regeln bezüglich Reinlichkeit oder irgendwas anderes. Alles egal, diese Welt kann ihm einfach nicht berühren im Herzen. Das ist ja Avadhuta, so miteinander ist Avadhuta. Er ist einfach rausgegangen mit Haridas Thakur und hat sich seinen Spaß gemacht. Ne? Hat einfach, ist manchmal gelaufen zu den Leuten, hat die Kühe gemolken und die Milch getrunken und ist davon gelaufen. Ist in die Gange gesprungen, hat die Krokodile gejagt. So miteinander hat einfach und war wie ein Kind. Manchmal ist er nackt herumgelaufen, miteinander war zu der Zeit 40 Jahre oder so ungefähr. Einfach wie ein Kind, war ihm völlig egal. Miteinander kam mal zu Mahaprabhu, völlig nackt, und Mahaprabhu mit seiner Frau, Vishnupriya. Aber Vishnupriya. Und dann Mahaprabhu hatte sofort sein Gewand genommen. Was läuft denn da? Miteinander war wie ein Kind, es war ihm egal, ob er einfach spürt, oder war nackt ist oder nicht. So diese Person miteinander, der so berauscht ist vom Dienst zum höchsten Herrn, dass er diese Welt gar nicht wirklich wahrnimmt und er einfach überall nur das Gute sieht. Dieser miteinander ist raus mit Haridas Thakur. Und die sind von Haus zu Haus gegangen und haben angeklopft bei den Hauseltern und haben um Spenden gebeten. Aber nicht um Geld, auch nicht um Reis oder Gemüse oder irgendwas anderes. Sondern sie wollten eine Spende. Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Goro Krishna Shiksha. Bitte spricht einfach den Namen Krishna. Verehrt Krishna und hört, was Krishna in der Bhagavad Gita sagt, im Bhagavatam sagt. Das ist unsere, mein Herr hat mir den Auftrag gegeben. Wir wollen einfach nur diese Spende haben. So, einige Leute waren happy. Einige waren weniger happy. Einige waren zornig, was wollt ihr da, verschwindet? Oder die sind, einige haben gedacht, die sind nur Spione von irgendwelchen Kriminellen, die wollen nur schauen, ob da was im Haus zum Stehlen ist und in der Nacht kommen sie dann. So, alle Reaktionen haben sie bekommen. So sind sie halt von Tür zu Tür gegangen und am Abend haben sie Chaitanya Mahaprabhu berichtet, was passiert ist. Und eines Tages sind sie eben durch Navadvip gegangen, Navadvip in Westbengal. So. Eine blühende Stadt zu der Zeit. Und da waren sie in einem Viertel der Stadt und da war eine Menschenmenge versammelt mit einem gewissen Abstand zu zwei Personen, die sich gerade gegenseitig geschlagen haben in der Mitte. Die haben sich da, die waren völlig besoffen und die haben sich gegenseitig verprügelt und die Leute haben von gewissen Respektabstand zugeschaut. Und miteinander Prabhu hat die beiden gesehen. Die waren Brahmins. Von Brahmin-Familie. Jagannanda und Madhavananda waren die Namen. Und die sind aber einfach, die waren ständig betrunken und sind Kriminelle geworden und die haben alles Mögliche gemacht, die haben nichts ausgelassen. Kühe umgebracht und Menschen umgebracht und gestohlen und brandgelegt und was auch immer, weiß man. War alles, was geht. Und miteinander hat die beiden gesehen, wie sie sich da gegenseitig verprügeln und miteinander das Herz ist geschmolzen. Hat sie gedacht, das sind die richtigen Kandidaten für die Barmherzigkeit von Mahaprabhu. Die sollten die Barmherzigkeit von Mahaprabhu bekommen. Die sollten Vaishnavas werden. Wenn die beiden Vaishnavas werden, mein Herr, der wird berühmt überall. Und miteinander das Herz ist geschmolzen und miteinander wollte hingehen und ihnen sagen, hey, feierst doch Krishna. Die Leute haben gewarnt, no, geht's nicht hin. Die sind gefährlich, das sind Mörder, das sind Kriminelle, ihr wisst nicht, was passiert. Haridas Thakur gedacht, okay, wir lassen es lieber bleiben, aber miteinander, no, das war noch ein Grund mehr hinzugehen. Ne? Und miteinander ist hingegangen und gesagt, hey, ihr beiden. Und die sind schade, die waren gerade beschäftigt, sich da zu verprügeln gegenseitig. Ne? Und dann haben sie gesagt, was ist los? Chantet doch Krishnas Namen. Ne? Und die sind so zornig geworden, das ist das Letzte, was sie hören wollten, dass sie Krishnas Namen chanten wollen. Und die haben aufgehört, sich selber zu verprügeln und sind miteinander nachgelaufen. Und Haridas Thakur und miteinander war jung und miteinander ist ein Anta und er war powerful. Er ist einfach davon gelaufen, hat sich einen Spaß gemacht miteinander. Also Haridas Thakur war schon älter und ist da gelaufen. Und die beiden waren ohnehin so besoffen und so fett auch von ihrem Lebenswandel. Die haben es nicht geschafft. Die haben irgendwann den Weg verloren und nicht gewusst, wo sie sind. Und haben dann wieder begonnen, vielleicht sich selber zu hauen. Oder und dann sind sie eben entkommen und Haridas Thakur ist zu Mahaprabhu gelaufen und gesagt, oh Mahaprabhu, ich gehe nie wieder mit diesem Miteinander raus. Bis jetzt konnte ich tolerieren, alles was er gemacht hat, aber das, was er heute gemacht hat, sie haben fast den Körper aufgegeben.
kein Glück gehabt, dass wir überlebt haben. Er wollte diese Kriminellen da, Nityananda Prabhu wollte die Barmherzigkeit diesen Kriminellen geben. Er wollte, dass die Vaishnavas werden, aber die haben uns verfolgt, die wollten uns umbringen. Chaitanya Mahaprabhu war ekstatisch, sagt, oh, mein Nityananda, er möchte, dass die Vaishnavas sind. Ihr werdet sehen, morgen tanzen die mit unserem Kind. Wenn Nityananda das möchte, dann wird es auch stattfinden. Und Mahaprabhu hat gesagt, schaut nur, wartet nur ein paar Tage und die werden mit uns im Kirtan tanzen und rollen und weinen vor Ekstase. So Nityananda ist dann, Nityananda war immer unterwegs in der Stadt. Und ist dann, hat nochmal die beiden getroffen, Jagai und Madai. Und die haben ihn gefragt, wer bist du? Und Nityananda sagt, oh, die nennen mich Avadhuta. Dann Madai hat, die haben vorher getrunken aus so Tontöpfen, Schnaps. Und Madai hat den leeren Topf dann genommen und hat den Nityananda über auf die Stirn geschlagen. Und Blut kam raus. Nityananda hat gelacht, gekichert. Es war einfach funny für Nityananda. Und Blut ist runtergegangen. Ne? Und Nityananda hat gedacht, hey, chant doch Krishnas Namen. Ne? Der war überhaupt nicht zornig. Akrore Paramananda Nityanandaraya. Nityananda ist nicht zornig, nicht wie Lakshman oder Balaram. Balaram, wenn die Offense machen wollten gegen Balaram, Balaram hat seinen Flug genommen und wollte ganz Hastinapur in die Yamuna rein und ziehen damit, ne? Die ganze Stadt. Balaram war an und Nityananda war happy. Oh, chant doch Krishnas Namen, Blut kommt, no problem, es tut nicht weh. Chant Krishnas Namen. Ne? Und Madai wollte ihn dann nochmal einen nächsten Topf auch noch über den Schädel hauen. Und Jagai, sein Bruder, hat gesagt, no, warum möchtest du den Sanyasi da schlagen? Was bringt es, einen Sadhu zu schlagen? Ne? Lass es doch. Ne? Und in der Zwischenzeit, die News, die Nachrichten sind zu Mahaprabhu gekommen, dass Nityananda auf der Straße steht und blutig geschlagen wurde. Ne? Und Mahaprabhu ist voller Zorn, er ist gelaufen, er ist gekommen mit dem Sudarshan Chakra in der Hand. Sudarshan Chakra ist Krishnas Waffe, mit der er sämtlichen Dämonen den Kopf abschlägt. Und Mahaprabhu hat sein Chakra gerufen und wollte schon losfeuern auf die beiden. Konnte nicht tolerieren, Nityananda steht da. Nityananda sagt, no, no, es tut gar nicht weh, passt schon. Und Nityananda sagt, du bist nicht erschienen in diesem Kali-Yuga, um irgendjemanden umzubringen. Wir sind erschienen, um Prema zu geben. So, und Nityananda sagt, und die anderen Devotees haben gesagt, aber Jagai hat Madai davon abgehalten, dass er Nityananda nochmal schlägt. Und Mahaprabhu hat gesagt, oh, Jagai hat meinen Nityananda beschützt. Und hat ihn sofort umarmt, hat Jagai umarmt. Und Jagai durch die Umarmung mit dem höchsten Herrn, erst Prema Avatar, Chaitanya Mahaprabhu, all die Liebe, die kam in Jagais Herz. Und er ist am Boden gerollt und hat geweint und war völlig in Ekstase. Und Madai hat zugeschaut. Also was ist jetzt los? Wir sind Brüder, wir machen alles zusammen, wir haben sämtliche Sünden gemeinsam begangen, wir haben unser ganzes Leben gemeinsam verbracht, aber jetzt, er hat Prema und ich nicht. Oh Mahaprabhu, gib mir auch deine Prema. Mahaprabhu sagt, no, ich kann es dir nicht geben, es geht einfach nicht. Du hast meinen Nityananda geschlagen, ich kann dir nicht Prema geben. Aber Nityananda, wenn er dir vergibt, ich kann es dir geben. So, Mada ist Nityananda zu den Füßen gefallen, hat um Vergebung gebeten, Nityananda den aufgehoben und umarmt. Und Madai ist auch am Boden gerollt, voller Ekstase, voller Tränen, voll so. Und dann alle haben zusammen, dann Mahaprabhu sagt, okay, jetzt machen wir Kirtan angeordnet. Und die haben Mridanga genommen und Katar und begonnen zu singen und zu tanzen und alle haben alles vergessen. Krishnas Name kam in die Herzen einfach und wir haben alles vergessen. Und dann plötzlich, Chaitanya Mahaprabhu ist mit goldener Hautfarbe normalerweise. Plötzlich Chaitanya Mahaprabhu ist schwarz geworden. Wie Krishna. Und er ist Krishna. Aber mit goldener Hautfarbe. Plötzlich war er schwarz. Und alle Devotees haben auf ihn geschaut. Aufgehört zu singen und zu spielen und haben nur geschaut. Und Nandanandan, das ist Sohn von Nandamaharaj, ist erschienen. Krishna ist hier. Und Mahaprabhu schaut, was ist los? Kein Kirtan mehr? Dann haben sie gesagt, ja, schau mal, dein Körper ist schwarz. Und Mahaprabhu, schau, da ist schwarz. Und dann hat er gesagt, ja, das sind all die Sünden von Jagai und Madai. Die hat er alle auf sich genommen. Sein Körper ist jetzt schwarz geworden. Und er hat gesagt, die Sünden, die kriegt jeder,
der die Vaishnavas kritisiert, der kriegt die alle ab. All die Sünden. Und der Jagannath hat gesagt, ich habe eure Sünden genommen, ich nehme das. Krishna sagt in der Gita, ne? Sarvadharma paritajamamekam sharanam braj. Aham tvam sarvapape vyomokshayishyami. Ich werde euch befreien von allen Sünden. Mahaprabhu sagt, ich habe all ihre Sünden genommen. Das waren so viele. Das war eine ganze Bibliothek in Yamarajas. Wie sagt man da? Im Archiv. Die haben eine ganze, nicht nur einen Band, so wie jeder von uns hat da sein Buch stehen. Chitragupta schreibt also seine, unsere Lebensgeschichten, also die weniger glorreichen Dinge werden dort aufgezeichnet auch. Aber da waren einige Schreiber beschäftigt mit Jagannathas Sünden. So Mahaprabhu sagt, ich habe die alle auf mich genommen und wenn sie keine Sünden mehr macht, ist alles okay, vergessen, finished, ist erledigt, die Geschichte. Ne? Aber wer Vaishnavas kritisiert, der kriegt all diese Sünden ab. Der darf die alle nehmen. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir keine Mahaprabhu, dann sagt, machen wir Kirtan. Dann haben sie Kirtan gemacht, Mahaprabhu ist wieder golden geworden, all die Sünden sind verschwunden. Und Yamaraj ist der universale Richter hier im Universum. Er weiß alles über uns. Man kann nicht alleine im Kämmerlein irgendwas machen, was Yamaraj nicht weiß. Ne? Paramatma ist immer da. Vishnu ist im Herzen. Yamaraj ist auch im Herzen. Shiva ist im Herzen. Brahma, die wissen alles. Sonnengott, Mondgott, die Götter der Richtungen. Also es gibt so viele Zeugen hier in dieser Welt, die immer alles wissen. Das heißt, du kannst nichts, du kannst nicht alleine sein, du kannst auch nichts verheimlichen. Das funktioniert nicht. So Yamaraj, all die Halbgötter sind gekommen und haben zugeschaut, was Mahaprabhu macht und wie er die beiden Sünder befreit hat. Und Yamaraj, als er das gesehen hat, dass die Sünden einfach so weg waren, finished, erledigt. Er ist ohnmächtig geworden, er hat nicht verstanden, welche Barmherzigkeit ist das. Wer hat gewusst, Chitragupta, sein Minister, Yamaraj Minister, der zuständig ist für die ganzen Aufzeichnungen, er hat Probleme gehabt mit seinen Mitarbeitern, weil die sind in Streik gegangen. Sie schreiben das nicht mehr auf, ist einfach zu viel. Die wollten nicht mehr. Die wollten die Sünden nicht mehr aufschreiben von Jagannatha. Und Mahaprabhu hat die einfach so befreit. Also einfach so. Und Yamaraj, als er darüber nachgedacht hat, welche Barmherzigkeit Mahaprabhu gibt, er ist ohnmächtig umgefallen. Er war auf dem Weg zurück nach Yamapuri. Er wollte zurückfahren und ist in seinem Streitwagen da. Umgefallen, ohnmächtig. Und Lord Shiva war dort, Ananta Shesh, Narada Muni, all die haben zugeschaut, was Mahaprabhus Lila ist und die sehen, Yamaraj ist ohnmächtig. Also, was ist jetzt los? Ne? Dann sind sie hingegangen und haben in sein Ohr gechantet, Hare Krishna, Haribol, Haribol. Und bis Yamaraj dann in Ekstase aufgewacht ist und dann haben sie alle begonnen, Kirtan zu singen. Lord Shiva hat so gesungen, er hat nicht gewusst, ob er noch Kleider anhat oder nicht. Keine Ahnung mehr. Die Haare, Jata sind aufgegangen von Lord Shiva und es wird beschrieben, Chaitanya Bhagavat. Die haben einfach auch getanzt, die Haare von Lord Shiva. Er ist Nataraj, ne? Der beste Tänzer. So, Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit hat das ganze Universum tanzen lassen. Die Halbgötter waren in Ekstase. Das zu sehen, wie einfach es ist, aus dieser Verstrickung von diesem Samsara rauszukommen. Es ist so einfach. Man muss nur einfach sein auch. Wenn man kompliziert ist, dann kann man das fast gar nicht glauben, ne? Wie simpel das ist. So. Chaitanya Mahaprabhu kam, um das zu geben. Anarpita charim chirat karunayava kirtirnaya kalavu samarpaito munato jvalara sam sabhaktishe. Er wollte das geben, was es seit Ewigkeiten nicht gegeben hat, nämlich diese höchste Form der Hingabe zu Gott. Chaitanya Mahaprabhu ist gekommen, um genau das zu verteilen. Und mit Nityananda, die sind durch ganz Bengal. Die haben nicht, so wie wir hier, Programme veranstaltet und haben sich alle hingesetzt und die haben gesprochen und zugehört, sondern Chaitanya Mahaprabhu, die haben einfach getanzt und haben den Leuten zugerufen, Haribol, Haribol. Haribol Bhaire, chant einfach Haribol. Und es wird beschrieben, wer Mahaprabhu nur von der Entfernung gesehen hat, hat die Liebe zu Gott erlangt. So, das waren keine gewöhnlichen Seelen natürlich auch, die das Glück hatten. So, deswegen Gornitai, große Segnung, dass sie
dass wir mit ihnen hierher kommen durften und dass alle, die hier sind, einfach auch über sie hören dürfen, weil man, du kannst sie anstaunen für Stunden, du wirst nicht verstehen, wer sie sind, aber wenn man über sie hört, man spürt, irgendwas ist da. So, Golden Nitanandas Lila ist wirklich wunderbar. Das ist für dieses Kali-Yoga in der Zeit, wo wir jetzt sind, wo es so smart, wo das spirituelle Leben so schwierig erscheint, die haben genau den Vorgang gegeben, den wir machen sollten, nämlich einfach Harinam zu chanten. Vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was als Ergänzung. Was mir jetzt eingefallen ist, wenn du sagst, dass der gar nicht reagiert hat, als er blutig war und immer noch glücklich war, welchen Sinn hat das eigentlich für uns, wenn wir das übertragen auf die Realität? Was soll das für uns? Aber wenn wir hier oben Jesus anschauen, auch der hing ja am Kreuz und meinte dann in seiner größten Not, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Voller Liebe, voller Gottesliebe, überhaupt mal identifiziert mit Körper, Geist und Seele, einfach nur in der Liebe. Oder auch Swami Shivananda, der hier hängt, wurde im Satsang von einem Attentäter mit einem Beil zusammen umgebracht. Und auch der war überhaupt mal identifiziert mit seinem Körper, der war voller Gottesliebe und der hat dann auch diesem Attentäter die Füße gewaschen. Also das ist einfach nur, wenn das jetzt mal übertragt auf diese Welt, wenn wir Krieg vermeiden wollen, dann müssen wir unsere Reaktionen auf Aggressionen einfach ändern. Und das hilft, wenn man in Liebe ist, dann wird man nicht mehr reagieren, sondern dann wird man immer Liebe in die Welt bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen spirituelle Praxis pflegen. Unbedingt. Wenn du wirklich Frieden hast, du hast mit Frieden auch vorher kurz bei der Einladung Frieden erwähnt. Frieden heißt, zufrieden zu sein. Das ist ganz das Wichtige. Es ist so, sonst kann man keinen Frieden schaffen in dieser Welt, wenn man nicht zufrieden ist. Funktioniert einfach nicht. Ich war mal auf der Straße in Wien und da haben irgendwelche eine christliche Gruppe hat Bücher verteilt auf der Straße. Und das waren alles Bücher, da waren Geschichten drinnen von einem Drogensüchtigen, der dann eben seine Drogen aufgegeben hat und da war irgendein anderer dieser, jenes. Und dann habe ich hab die dann gefragt, habt ihr irgendwas für Leute, die keine Drogen nehmen oder die keine Kriminellen sind, gibt es da auch irgendwas von euch? Die haben eben all diese Bücher gehabt, für wie man rauskommt aus der negativen Seite. Das gehört auch, also nur zur Erklärung quasi, zur Tradition dazu, dass man halt so eine schöne Gelande macht, um denjenigen zu ehren oder ihm Dankbarkeit zu erweisen. Der durch die Habt ihr geopfert? Zu Hause, ja. Okay. ja, einfach demjenigen, der Gott quasi fühlbar macht durch Geschichten, die er erzählt und dadurch, dass er kommt zu Besuch, dass man einfach Dankbarkeit erweist, denn es geht nicht um einen. Also ich müsste euch auch eine Gelände umhängen. Jetzt haben wir mal eine für dich. Ich komme eher hierher, um Gott zu fühlen. Ich fühle mich nicht so, als dass ich ihn fühlbar mache. Das ist die Gemeinschaft, die es macht. Ne? Jemand, der die Girlanden trägt. Wir alle tragen eine Girlande, nämlich aus Geburt und Tod. Jeder in dieser Welt trägt diese Girlande mit sich. So, wer diese Girlanden trägt, die man zu Krishna opfert, der legt die andere Girlande dann ab. Das ist eine Segen, ganz schön schwer. Das ist Krishnas Barmherzigkeit. So, Chaitanya Mahaprabhu kam nicht nur, um die Sünder zu befreien, sondern Chaitanya Mahaprabhu wurde auch denen gegeben, die völlig frei sind von Sünde. Auch die können einfach weitergehen. Er hat allen einfach ein Upgrade gegeben, Mahaprabhu. Selbst die ewig befreit sind, ewig befreite Seelen, so wie Hanuman. Hanuman kam auch Jai Hanuman. Jai Hanuman. Hanuman kam natürlich auch in Mahaprabhus Lila, weil Chaitanya Mahaprabhu, Krishna ist Avatari, alle Avatare sind ihm. So dieser Avatari, dieser Ursprung von allen Avatare ist in diese Welt gekommen als Chaitanya Mahaprabhu. So die verschiedenen Bhaktas von allen Avatara sind auch mitgekommen. Prahlad kam und Hanuman kam auch als Murari Gupta in diese Welt. Und selbst Hanuman, ewig befreite Seele, Hanuman weiß, dass Srinath und Janakinath,
Vishnu und Ramchandra sind nicht verschieden voneinander. Er weiß es. Er ist ein Sadhu. Hanuman ist Gelehrter. Ne? Jai Guru Hanuman ist Sadhu. Aber er weiß auch, dass sein Herz einfach nur Shri Ram gehört. Er weiß, Vishnu ist dasselbe. Er weiß, Krishna ist dieselbe Person. Aber sein Herz gehört Shri Ram. Und dieser selbe Hanuman kam aber, als Chaitanya Mahaprabhu in diese Welt kam, weil in Chaitanya Mahaprabhu Ramchandra auch mitkam. Und Hanuman kam als Murari Gupta, als ayurvedischer Doktor in dieser Welt. Und wenn immer Murari Gupta kam, dann hat er Ramchandra gesehen. Mahaprabhu hat ihn mal ein bisschen, was hat man, geärgert, gehänselt, geteased. Ne? Hey, Murari, warum feierst du einfach Ramchandra? Krishna ist doch höher. Feier doch Krishna. Und Murari hat so viel Liebe gehabt für Nimai Pandit, für Mahaprabhu, und wollte und ist nach Hause gegangen und hat die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie er Krishna verehren könnte. Er wollte einfach, hey, Nimai Pandit hat es ihm gesagt, Chaitanya hat es ihm gesagt, er wollte es einfach machen. Aber er schafft es nicht, er kann nicht. Er hat versucht, sein Herz von Ramchandras Lotusfüßen wegzunehmen und zu Krishna zu geben. Die ganze Nacht versucht, hat es nicht geschafft. In der Früh kam er zu Nimai Pandit, ist zu seinen Füßen gefallen und hat gesagt, ich möchte einfach nur sterben hier vor dir. Lass mich einfach nur sterben. Ich kann deine Anordnung nicht missachten, ich kann sie nicht befolgen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich möchte einfach nur den Körper aufgeben. Nimai Pandit war happy. Der Herr war happy. Ich wollte einfach nur der Welt zeigen, was ist Bhajan Nishtha, man nennt das in Sanskrit Bhajan Nishtha. Wie kann man fixiert sein auf seinen höchsten Herrn? So, all die ewigen Gefährten kamen auch mit Mahaprabhu. Und die haben auch noch mehr erfahren. Der höchste Herr hat allen was gegeben. Hat die Sünder befreit, die fromm waren, hat denen Prema verteilt an die Frommen. An die schon Prema hatten, deren Prema hat er einfach noch mehr gegeben. Noch extra was dazu gegeben. So, das ist so eine Segen und wir wissen es gar nicht. Man ist sich gar nicht bewusst, in welcher glücklichen Zeit wir leben. Das ist nämlich Chaitanya Mahaprabhus Lila, was jetzt stattfindet auf der ganzen Welt, wo überall einfach Kirtan stattfindet. Das ist Chaitanya Mahaprabhus Lila. Das jetzt einfach, das manifestiert sich gerade überall und wer weiß, was da noch alles kommt. Oder noch überall, was man noch alles sehen darf und erleben darf. Und das ist sowas von Glück verheißend. Deswegen wird gesagt in Brahmavaivarta Puran, dass in dieser Zeit jetzt 10.000 Jahre lang nach Chaitanya Mahaprabhus erscheinen, gibt es die goldene Gelegenheit, aus diesem Kali Yuga rauszukommen. Und dann, nach 10.000 Jahren, dann kommt Kali Yuga, volle Kanne. Du kannst nachlesen in Chaitanya, im Srimad Bhagavatam, kann man lesen, was dann noch alles kommt im Kali Yuga. Also man ist besser nicht dabei. Man sieht es jetzt schon. Ne? Die Menschen haben in den letzten 200 Jahren die Erde kaputt gemacht. Und einfach ganz extrem, so schnell. Ne? Und es geht, und es irgendwann jetzt 10.000 Jahre lang, wird gesagt, durch diesen Kirtan, den Mahaprabhu in diese Welt gebracht hat und der sich überall verbreitet. Alle Gruppen machen Kirtan. Und auch die Yogis, es wird immer populärer, Kirtan zu machen. Ne? Das ist einfach Mahaprabhus Segnung. Die Segnung des Herrn. Weil Kirtan ist die Religion für dieses Zeitalter. Kriteya Dhyayato Vishnum Trehetanam Vyajato Makai Dvapare Paricharyanam Kalauta Dhar Kirtanam. Was du erlangen konntest im Satya Yoga durch Meditation. Aber die haben nicht meditiert, so wie wir, eine halbe Stunde, dreimal die Woche, sondern für 10.000 Jahre lang, für 20.000, 60.000 Jahre lang sind gesessen. Die mussten nichts essen. Einfach die Luft war so rein und so. Das hat genug, um den Körper zu erhalten. Sind gesessen, tausende Jahre lang haben meditiert. Und das, was man damals erlangen konnte, durch diese Meditation, was man im Treta Yuga durch Opferzeremonien erlangen konnte, riesige Opfer mit weiß ich wie viel Gold und Ghee und tonnenweise Zutaten und alles mögliche. Und die haben das einmal verwendet, das Gold, und dann weggeschmissen. Das war Treta Yuga. Was man dadurch erlangen konnte und was man im Dwapara Yuga erlangen konnte, indem man den Herrn im Tempel verehrt, genau das kann man
im Kali Yuga bekommen. Kalotat Hari Kirtana, durch Hari Kirtana, durch das Chanten von Krishnas Namen. Genau das kann man kriegen. Aber das, was man im Kali Yuga kriegen kann, kann man in den anderen Yugas nicht kriegen. Das, was man damals schon alles oder in den letzten vergangenen Yugas alles kriegen konnte durch den Vorgang für das Yuga, das kann man im Kali Yuga auch kriegen. Aber was du jetzt kriegst, war damals nicht erhältlich. So, das ist die beste Zeit, wo man jetzt ist. Das ist, was Chaitanya Mahaprabhu in diese Welt gebracht hat. Diese Art von göttlicher Liebe. Das hat er hier gebracht. Und indem man diesen Namen chantet, Krishnas Namen chantet, mit in der Gemeinschaft von den Sadhus, da kommst du raus von dieser Welt. Diese Verstrickung mit dieser Maya, die man nicht seit diesem Leben erst haben, sondern sind wir schon so viele Leben lang sind wir es gewohnt, einfach unter dem Einfluss von dieser Maya zu sein. Da rauszukommen, und so easy, dass sogar Yamaraj in Ohnmacht fällt. Er hat nicht verstanden, wie einfach das ist. Das hat Chaitanya Mahaprabhu hier gegeben. Und jeder kann es machen. Man muss es einfach machen. Da gibt es nichts zum Verstehen. Das ist nichts Intellektuelles, das ist einfach, was man macht. Und wer es macht, der kriegt das Ergebnis. Ganz simpel. Und deswegen ist es nice, dass es überall stattfindet. Und auch wenn man es nicht weiß, was Krishnas Name ist und welche Kraft in Krishnas Namen steckt, der Name funktioniert trotzdem. Ob man es weiß, Agyana Datta Vagyanat Uttama Shloka Nama Sankirtita Magampum So Dahedieta Yatana Laha. Ob, wenn ein Haufen Stroh da liegt und du weißt, was die Kraft vom Feuer ist, oder wenn ein Kind da kommt und einfach ein Zündholz hinschmeißt, der Haufen Stroh verbrennt genau gleich. Völlig egal. So genauso dieser Haufen Sünden, den wir angehammelt, gesammelt haben, der in unserem Herzen, der verbrennt einfach zur Asche, wenn es Krishnas Namen schenkt. Im Bhagavatam gibt es die Geschichte von Ajamil, ne? Um zu zeigen, was ist die Kraft von dem heiligen Namen. Weil Bhagavatam, die meisten kennen uns nämlich, ne? Srimad Bhagavatam. Shukadev Goswami hat die höllischen Planeten beschrieben. Wie schrecklich ist die Hölle? Da gibt es 28 Höllen, verschiedene, grob gesehen. Ne? Im Garuda Puran kannst du es im Detail nachlesen, für welche Sünde du wohin gehen darfst und was du abholen darfst dafür. Heutzutage die Leute denken, das ist alles Märchen. Ne? Die wollen es nicht mehr wahrhaben. Ja, das ist alles, das haben die Kirchen erfunden, um die Menschen zu unterdrücken. Ne? Aber es gibt es in allen Kulturen. Und im Garuda Puran gibt es das im Detail beschrieben. Und Shukadev Goswami hat es zu Parikshit Maharaj beschrieben, wie schrecklich die Hölle ist und was es nicht alles gibt da. Und dann Parikshit Maharaj hat gefragt, ja, aber wie kann man sich das ersparen? Wie kommt man raus? Was? Und Shukadev sagt dann einfach, ja, indem man einfach gutes Karma tut, kann man sein schlechtes Karma, da kann man dem entgegenwirken. Ne? Und dann Parikshit sagt dann, no, das kann es nicht sein. Weil du kannst in dieser Welt kein reines Karma machen. Ne? Du kannst, wenn du Karma, egal welches Karma, wenn du versuchst, fromm zu handeln, das ist immer vermischt mit irgendwas in dieser Welt. Und es ist wieder Karma und es hat wieder Reaktion und es bindet dich wieder an diese Welt. So Parikshit mal gesagt, no, das scheint nicht der beste Weg zu sein. Dann Shukadev Goswami als der Guru, er war happy, aber der Schüler passt auf. Er hat es verstanden. Und dann hat er ihm einfach gesagt, der beste Weg, um hier rauszukommen, gib dein Leben zu Krishna. Gib dein Leben dem Höchsten. Und chant seinen Namen. Und dann hat er die Geschichte von Ajamil erzählt. Ajamil war ein frommer Brahmin-Junge. Und er hat einfach alles gelernt von seinem Guru und hat dann geheiratet und gemäß Tradition und hat praktiziert. Und einmal ging er in den Wald und hat eine Prostituierte gesehen, die sich mit jemand anders vergnügt hat im Wald. Und das ist ihm so ins Bewusstsein, ist ihm so hängen geblieben, er hat es nicht mehr rausbekommen. Ne? Und er war bezaubert von der Schönheit von der Frau und ist dann schließlich hingegangen zu ihr und hat seine Familie verlassen und hat die Prostituierte, hat mit ihr gelebt und hat dann seinen Dharma aufgegeben, hat seine alten Eltern einfach vergessen. Und hat seine Frau und seine Kinder stehen gelassen und ist mit der Prostituierten da zusammengezogen. Und um Geld zu verdienen, hat er alles gemacht, was man nicht machen sollte.
sämtliche Sünden begangen. Und mit 88 Jahren war sein Karma erledigt. Yamaraj hat seine Yamadutas geschickt. Okay, bringt es ihn. Das Leben ist vorbei und er kommt jetzt in die Hölle. Ne? Und sein jüngster Sohn war 5 Jahre alt. Das heißt, mit 83 Jahren hat er noch einen Sohn gezeugt. Er konnte seine Lust einfach nicht beherrschen. Ne? Und mit 88 war es vorbei. Und dieser jüngste Sohn ist immer der Liebste. Und die Segnung von einem Sadhu war, dass er seinem Sohn den Namen Narayana gegeben hat. 4 Silben, Narayana. Und er hat ihm einfach gesagt, oh, Narayan, komm, Narayan, dieses und Narayan und Narayan und Narayan. So hat immer den Namen gechantet von Narayan, heiligen Namen. Und dann kamen die Yamadutas und die Yamadutas sieht nur die Yamadutas können nur gesehen werden von der Person, die gerade im Sterben liegt. Die anderen können sie nicht sehen, die meisten anderen zumindest nicht. Und Ajamil hat Angst bekommen, die Yamadutas schauen auch so wie Teufel, ne? Und die kommen und nehmen dich, reißen dich raus aus dem Körper, weil man möchte nicht aus dem Körper raus, egal wie krank der schon ist, man möchte nicht raus. Ne? Man ist so angehaftet und die wollten ihn rausreißen, da die haben so Haken und Schlingen und die reißen dich aus dem Körper raus und peitschen dich in die Hölle. Also wenn du im Garuda Puran kannst nachlesen, die Reise von der Seele, von einer sündhaften Seele, vom menschlichen Körper bis nach Yamapuri. Heftig. Es dauert auch, weiß ich, wie viele Tage lang und du wirst da gepeitscht. Und dann gibt es einen Fluss, Vaitarani-Fluss, der fließt in die Hölle und der ist voll mit Eiterstuhl und weiß ich was alles und Blut und Knochen und Nägel und da schmeißen es dann die Seelen rein und die müssen dann. Und diejenigen, die Spenden gegeben haben im Leben, die dürfen im Boot fahren. Es wird dort erwähnt. Die sparen sich das, die müssen da nicht reingeworfen werden. Garuda Puran, also einige Details. Also das heißt Garuda Puran, weil Garuda, der Träger von Vishnu, hat Vishnu gefragt über die höllischen Planeten und Vishnu hat gesagt, frag nicht, lass es lieber, das ist zu heftig, das Thema. Aber Garuda wollte es wissen, deswegen Vishnu hat ihm alles erzählt. So. Die kamen, die Yamadutas, und wollten Ajamil mitnehmen. Und Ajamil hat einfach nach seinem Sohn gerufen. Oh, Narayan, Narayan, Narayan. Aber jetzt diesmal hat er anders gerufen. Also wenn er vorher gerufen hat, Narayan, komm, wir essen was zusammen. Narayan, komm, wir spielen. Narayan, dies. Aber diesmal hat er gerufen, Narayan, ich bin am Sterben. Die Yamadutas kommen. Und hat mit so einer Intensität nach Narayan gerufen, dass er sich plötzlich erinnert hat, oh, in seiner Jugend hat er Narayan verehrt. Und hat Narayan gerufen. Und dieser Narayan-Name ging bis nach Vaikuntha. Wenn man in dem Zustand, wo niemand mehr da ist, der einem helfen kann, dann rufst Gottes Namen. Jetzt, okay, wir sitzen da, chanten Hare Krishna, haben unseren Spaß. Das ist Entertainment. Das ist andere Energie, aber er hat niemanden mehr gehabt und er hat Angst gehabt vor diesen Yamadutas. Und hat Narayan, Narayan, seinen Sohn gerufen und dieser Klang Narayan, Narayan, ja, dann ist der höchste Herr geworden, wer hat sich erinnert, der hat Narayan feiert. Und Narayan hat sofort gehört und gesagt, oh, Ajamil ruft mich, hat seine Vishnu-Dutas geschickt, seine Botschafter, und gesagt, helft ihm. Und dann kamen 3 Yamadutas, waren da, die wollten Ajamil in die Hölle schleppen. Und dann kamen 4 Vishnu-Dutas und haben gesagt, stopp, ihr habt hier nichts zu sagen. Der gehört nicht euch. Ihr habt ja kein Recht, Ajamil zu. Und er sagt, no, wir sind, die Vishnu-Dutas haben gesagt, wer seid ihr? Und die Yamadutas haben gesagt, wer seid ihr? So, die haben die gegenseitig gefragt und dann die Vishnu-Dutas haben gesagt, sagt mir mal, wer ihr seid. Und ich sage, ja, wir sind die Diener von Yamaraj, Yamaraj ist Dharmaraj, er ist zuständig für Dharma, für die Religion und wir bringen all die sündhaften Seelen hin zu ihm. Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid die Diener von Yamaraj? Ihr habt überhaupt nichts verstanden. Ihr habt kein Recht, Ajamil mitzunehmen. No, die haben die Geschichte erzählt. Ajamil hat das und das und das und das, er hat alles gemacht. Die haben einen Auftrag bekommen mit allen Beschreibungen, was sie machen sollen. Und die Vishnu hat gesagt, no. Geht's nochmal zurück und fragt zu eurem Meister. Und die waren Vishnu Dutas powerful, mit 4 Armen, voller Waffen, die Yamadutas konnten nichts machen. Und Ajamil, der im Sterben gelegen ist, hat diese Konversation mitverfolgt. Nicht gewusst, ob er träumt oder nicht.
Und Vishnu Dutta heißt, das sind Sadhus, die kommen aus der spirituellen Welt, um ihn zu beschützen. Und die haben gesprochen und dieser Klang von den Vishnu Dutas und auch die Tatsache, dass sie ihn beschützt haben, das ist in sein Herz reingegangen. Und er ist wieder aufgewacht und hat nicht geschaut, wo seine Frau ist und wo seine Kinder sind, ist einfach gegangen. Er ist nach Haridwar gegangen und hat heiligen Namen gechantet. Und nach 12 Jahren sind dieselben Vishnu Dutas gekommen und haben ihn in die spirituelle Welt gebracht. So, aber die Yamadutas sind zu Yamaraj gegangen und haben gefragt, oh, Meister, gibt es jemanden über dir? Steht da jemand über dir? Es ist uns noch nie passiert, jemand hat unsere Arbeit, er hat uns unsere Arbeit machen lassen. Jemand hat uns verboten, jemanden mitzunehmen, das haben wir noch nie erlebt. Da muss jemand sein, der ist über dir. Und Yamaraj ist ekstatisch geworden. Ich sage, yes, das höchste Herr, ich bin auch sein Diener. Und dann hat er ihnen erklärt, eben auch. Jemand, der den heiligen Namen chantet. Ja, das ist das Höchste, was man hier machen kann in dieser Welt. Für die Menschen. Der höchste Dharma ist Bhakti Yoga Bhagavati Tannama Grana Adibhi. Bhakti Yoga für den Herrn, für Bhagavan. Und das beginnt, indem man den Namen chantet. Und wie man diesen Namen chantet, Saketyam Parihasyam Vastobam Helanam Eva Vaikuntha Nama Grahanam Ashesha Gammaram Vidu. Ob du den Namen chantest zu, wie sagen Haribol. Haribol heißt, hallo, ne? Servus, wie geht's? Ich sag mal, das ist für Haribol, Haribol heißt so viel, ne? Aber wir sagen Haribol, aber es ist Hari. Also das nennt man Sanketan und so. Narayan, er dachte, Narayan, Narayan, er hat seinen Sohn gerufen, er hat nicht den höchsten Herrn gerufen. Aber dieser Name reinigt dich von allen Sünden. So, wenn man von Haribol sagt. Deswegen Guru gibt auch den Schülern einen spirituellen Namen, weil wenn man sich dann gegenseitig anspricht mit Prana Krishna und Tarun Govinda und Lakshmi und alles, einfach dadurch, man meint jetzt gar nicht Govinda. Ne? Ich sage Tarun Govinda, aber ich meine gar nicht den wirklichen Tarun Govinda Krishna, den jugendlichen Govinda, sondern man meint ihn. Aber das ist Chanten von Krishnas Namen reinigt einfach von allen Sünden. Sanketam Parihasyam war auch, wenn man sich lustig macht, aber über die Hare Krishnas oder was auch immer, oder im Spaß einfach Krishnas Namen sagt, der Name reinigt dich von allen Sünden. Stobam, wenn man Musik macht mit Krishnas Namen, der Name reinigt dich auch von allen Sünden. Oder Hela, wenn man sogar den Namen spricht und denkt, so wie die Nachbarn von der Lakshmi und von Prana, diese Hare Krishnas, warum machen die so ein Hare Krishnas, vielleicht wissen sie es noch nicht, aber wenn sie das sagen, oh, die Krishnas, die schon wieder, singen die schon wieder. Das ist glückverheißend für die. Wenn die nur sagen, oh, die Krishnas, warum singen die immer Hare Krishna? Passt. Dieser Name reinigt es. Bhaktisiddhanta Sarasvati, wenn er gesehen hat, dass die schlecht schreiben, wenn ihm jemand einen Artikel gezeigt hat in der Zeitung. Da steht was über die Gaudiya Mathaya, das ist irgendwas Schlechtes. Er hat nur gezählt, wie oft kommt Krishnas Name vor. Passt, okay, Krishnas Name ist im Artikel, ist okay, das reicht. Das ist so glückverheißend. Gott kann eines nicht sein, nämlich unglückverheißend. Er schafft es nicht. Er ist allmächtig, aber das eine kann er nicht. Unglück bringen. Weil selbst wenn du ihn hast, bringt er dir Glück. Ne? Wenn du irgendwie an Krishna denkst, er bringt dir Glück. Es kann nicht sein, dass er Unglück bringt. So sein Name ist genauso. Also auch wenn du so dieser Name, und ob man es weiß oder ob man es nicht weiß, Agyana Tattava Agyana Duttama Shloka Nama Atsankitama Gampumso Tahida Jyoyatanala. Das verbrennt alle Sünden zu Asche wie trockenes Gras. Dieser Name. So, das ist sehr nice, wenn man einfach Kirtan macht, ob die Leute jetzt wissen, was sie da machen oder ob sie es nicht wissen, dieser Name funktioniert. Und da gibt es eine schöne Geschichte von einer Mataji aus irgendwo aus einer mittelasiatischen Republik, da irgendwo aus Kasachstan oder so. Die hat ihr ganzes Leben lang Kirtan gemacht und hat alle inspiriert dazu, dass sie sich bemühen sollen, am letzten Moment ihres Lebens an Krishna zu denken. Und da muss man jetzt anfangen. Ne? Das Höchste, was du erlangen kannst, ist, dass du an Krishna denkst, wenn du gehst. Aber wie machst du das? Du musst jetzt anfangen. Und sie hat das gepredigt und sie hat Kirtan gemacht und so. Und dann war eine Freundin vor ihrem Spital und dann ist sie halt hingegangen in Mayapur und wollte sich kümmern um sie. Und als sie im Spital war, ist ihr selber irgendwas passiert und irgendwie sie hat fast den Körper aufgegeben, plötzlich irgendwas. Und plötzlich liegt sie im Spital.
Und der Blutdruck ist irgendwas so hoch gewesen, so niedrig, ich weiß nicht mehr, dass er nicht mehr denken konnte. Und sie hat einfach an ihre Mama gedacht, an den Papa gedacht, und sie hat, was ich, 20 Jahre da praktiziert schon. Zu dem Zeitpunkt Hare Krishna Mahamantra, der Japa gechannelt, Kirtan gemacht, und sie hat Mama und Papa gedacht. Und sie hat gewusst, sie sollte an irgendwen denken, aber sie hat nicht gewusst, an wen. So, Sterben ist ja kein Spaß, oder in diesen Zustand zu kommen. Das war so extrem, dass sie sogar Krishna vergessen hat. Ne? Das kam, und dann war eine muslimische Krankenschwester dort, und die hat gesagt, ja, du bist doch Hare Krishna, warum denkst du dann Krishna? Und dann hat sie, oh, Krishna, das ist der Krishna, den hat sie vergessen, ne, in dem Zustand. Und dann kam die ganze Erinnerung an ihr ganzes Leben, und plötzlich hat sie jeden einzelnen Kirtan gesehen, wo sie jemals war in ihrem Leben. Sie kann alles erinnern können, so, das kommt am Ende. Sie hat dann, und dann hat sie auch gesehen, wo immer Krishna war, in jeder Situation, wo sie, die hat mit der Polizei viele Probleme gehabt, damals in Kasachstan und so, die haben sie verfolgt und überall, und wo sie immer sich versteckt hat, und überall hat sie gesehen, wo Krishna da ist und auf sie aufpasst. So, alles, was wir machen im Leben, Krishna weiß es, ne? Wenn es wir vielleicht vergessen, sie hat sogar Krishna vergessen, aber Krishna hat die muslimische Krankenschwester inspiriert, dass er einflüstert, um wen es geht. Es geht um Krishna. So, deswegen ist alles, was man hier macht, und wenn man zusammen singt und Krishnas Namen singt, das ist alles gespeichert. Und das macht das Leben extrem glückverheißend. Wir haben gar keine Ahnung, wie viel. Oft ist man sich nicht bewusst, was da alles passiert. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich will euch gar nicht zu sehr sagen. Wie gesagt, ich komme hierher, um Krishna zu fühlen. Das ist also eher, ich fühle mich jetzt wirklich nicht wie derjenige, der jemanden bringt. Letztendlich, Krishna hat uns gebracht hierher. Wir sind nicht hingekommen. Das ist wirklich im Kali Yuga, in diesem Zeitalter, wo es wirklich, wo uns das Leben wirklich von allen Seiten schwer gemacht wird, ist es das Beste, einfach zusammenzukommen und Krishnas Namen zu rufen, mit voller Energie. Das ist wirklich das Beste, und das kann man, das kann jeder spüren. Da gibt es nichts anderes, oder? Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja. Gopi Gopal, Venu Gopal. Mukunda Madhava Gopi Gopal. So nice.